Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld, Drucksache 19/5231 zu 19/4467. Berichterstatter ist Abg. May. Zusammen mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Änderung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes, Berichterstatter Abg. May, Drucksache 19/5232 aus 19 zu 19/4816 aus 19. Damit wird diskutiert der Antrag der Fraktion der FDP betreffend Ausbildung von Taubblindenassistenten, Drucksache 19/5261 aus 19. Und Tagesordnungspunkt 75, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Anpassung des Landesblindengelds in Hessen schnell umsetzen, Drucksache 19/5308 aus 19. Zur Berichterstattung bitte ich jetzt zunächst den Abg. May. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung zur Drucksache 19/4816 und zur Drucksache 19/4467 vortragen. Zur 19/4816 heißt das, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Und zur 4467, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, LINKE und FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Erster Redner ist Kollege Roth für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eigentlich vier Punkte, aber ein Thema. Und deshalb versuche ich, das zunächst ein Stück zu strukturieren. Ich beginne mit den beiden ich beginne mit dem Gesetzentwurf, der es am einfachsten macht. Das ist der Gesetzentwurf, den die Landesregierung eingebracht hat, der notwendig geworden ist, um ein paar Dinge, die in der Sozialgesetzgebung sozusagen vorgegeben sind, auch jetzt anzupassen. Und deshalb, um das vorweg zu sagen, die Berichterstattung eben hat es schon deutlich gemacht, wir stimmen diesem Gesetzentwurf zu, weil er aus unserer Sicht und aus Sicht vieler Fraktionen im Ausschuss zwingend notwendig ist. Der zweite Teil ist der Antrag der Fraktion der FDP, die sich mit der Ausbildung von Taubblindenassistenten beschäftigt. Das ist ein Thema, das ist noch einmal richtig aufgeschlagen, wenn ich das so sagen darf, in der Anhörung zu dem eben genannten Gesetz und zu dem Gesetz, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Ich gehe davon aus, dass der Antrag der FDP in den Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen wird und wir dort Gelegenheit haben, ausführlich darüber zu sprechen, um es vorwegzunehmen. Er trifft das, was uns die Anzuhörenden dort gut nahegebracht haben, und wir würden diesem Antrag auf jeden Fall unsererseits auch beitreten. Dritter Punkt. Ich komme zu sprechen auf den Gesetzentwurf, auf den ersten, der vorliegt, auf den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, wo es darum geht, im Landesblindengesetz für die Gruppe der Taubblinden ein doppeltes Blindengeld auszuzahlen. Wir haben das in erster Lesung hier bereits besprochen. Und als ich den Gesetzentwurf für meine Fraktion einbringen durfte, habe ich auf die Besonderheit dieser Gruppe von behinderten Menschen hingewiesen. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, das ist nicht die Addition von zwei Behinderungen, blind und taub. Die Menschen sind so sehr beeinträchtigt, dass wir hier von einer gar eigenen Behinderung
in einem besonderen Maß sprechen müssen. Deshalb haben wir den Gesetzentwurf eingebracht. Nachdem abgefragt war, wie viele Menschen das sind, kamen wir auf die Zahl, das war die Meldung aus dem Sozialministerium, dass es 30 sind. In der Anhörung ist deutlich geworden, und ich beschreibe das deshalb so ausführlich, dass es mindestens 10-mal so viele sind, die sich aber in Öffentlichkeit nicht zeigen, die gar nicht vor die Tür können, weil sie derart gehandicapt sind, dass sie nun wirklich über weite Strecken vom gesellschaftlichen Leben und von der Teilhabe ausgeschlossen sind. Ich habe selten in den vielen Anhörungen, die wir auch im sozialpolitischen oder sozial- und integrationspolitischen Ausschuss haben, ich habe selten eine so beeindruckende Anhörung erlebt, wo deutlich geworden ist, um welche Personengruppe es sich hier handelt. Ich sage das noch einmal, obwohl wir den Gesetzentwurf eingebracht haben und mir dies ein Herzensanliegen war, war mir die Dramatik dieser Thematik nicht bewusst. Und bis auf eine Ausnahme, aus guten Gründen, haben unisono die Anzuhörenden gesagt, ja, in dem Bereich muss dringend etwas geschehen. Dass damit nicht das Problem, das diese Menschen haben, gelöst ist, ist auch den Antragstellern bekannt, ist all denen, die in den Themen unterwegs sind, hinreichend bekannt. Aber doch um wenigstens auch, ich kenne das Argumentation der Koalition, wir kommen doch zu diesen Assistenzleistungen, das ist doch durch das neue Bundesteilhabegesetz alles geregelt. Ja, aber noch nicht. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir hier ein deutliches Zeichen setzen, dass diese Personengruppe, dass wir ihnen den doppelten Satz des Blindengeldes gewähren, ein deutliches Zeichen gesetzt wird, dass wir ihre Situation sehen und dass sie von uns gesehen werden und wir darum bemüht sind, ihnen einen Weg zu ebnen, ein Stück mehr in diese Gesellschaft hinein. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, den wir für diese Gruppe leisten können und, wie ich finde und wir finden, geleistet werden muss. Ich kenne die Argumentation, die ist im Ausschuss ausgetauscht der Koalition, aber so wie wir in der Anhörung in der Tat neue Argumente gehört haben, glaube ich, geht es Ihnen auch so. Wenn es nicht so wäre, wenn es nicht so ist, dann wollen wir Ihnen auf jeden Fall die Gelegenheit geben, einen weiteren Schritt darüber nachzudenken. Und wir würden, deshalb jetzt schon die dritte Lesung für dieses Gesetz beantragen. Dem einen jetzt zustimmen, hierfür die dritte Lesung. Und ich komme zum vierten und letzten Punkt. Das ist der dringliche Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90, die Grünen, der im Grunde sich um diesen Themenkreis bewegt. Ein kurzes Wort. Hilfe ist manchmal ganz konkret. Deshalb glauben wir, dass wir der Gruppe der Taubblinden durch unseren Gesetzentwurf einen größeren Dienst erweisen, als wenn wir all die Prüfaufträge und Sondierungsaufträge abarbeiten, die in diesem Antrag richtigerweise drinstehen. Dieser Antrag, ich gehe davon aus, der wird hier abgestimmt. Bei diesem Antrag würden wir uns enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Erfurth für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, wir haben in der Tat sozusagen zwei Rechtskreise zu beschließen, obwohl es sich um ein Thema handelt,
und in dem einen Gesetz, in dem der Änderung in der Änderung des Landesblindengeldgesetzes, wie es von der Landesregierung vorgeschlagen ist, stellen wir sicher, dass blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen auch nach der Erhöhung des Pflegegeldes auf der Bundesebene keine finanziellen Nachteile entstehen, sondern dass die Erhöhung des Pflegegeldes auch bei diesen Menschen ankommt. Ich glaube, das ist ein guter und richtiger Weg, und dass wir diesen Weg auch genauso beschreiten sollten, hat uns im Ausschuss gezeigt, dass eben alle gesagt haben, das sollten wir jetzt einmal machen, und auch alle, die meisten zumindest, die Zustimmung zu dem Gesetzentwurf signalisiert haben. Das finde ich gut und auch richtig. Ich will auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir in Hessen mit der Höhe des Blindengeldes bundesweit ziemlich weit oben stehen und uns da auch nicht verstecken müssen. Ich komme jetzt zu dem Teil, den der Kollege Ernst-Ewald Roth angesprochen hat und für den er die dritte Lesung beantragt hat. Ich stimme Ihnen zu, und ich glaube, das ging den meisten im Ausschuss so, dass die Anhörung im Sozialausschuss für das Landesblindengeld von einer hohen emotionalen Dichte war und uns auch alle sehr beeindruckt hat, zu erleben und auch wahrzunehmen, dass es für taubblinde Menschen teilweise Probleme gibt, sich überhaupt den Zugang zum Hilfesystem zu erschließen. Und dass es für diese Menschen schon jetzt, es gibt ja schon jetzt Hilfesysteme für Menschen, die taub sind. Es ist ja nicht so, dass sie keine Unterstützung bekommen. Also, taubblinde Menschen kriegen das normale Blindengeld, und sie haben auch jetzt schon nach den Sozialgesetzbüchern Anspruch auf Assistenzleistungen. Aber das Problem, was uns sehr nachdrücklich geschildert wurde, war, dass die Menschen schon jetzt nicht an die Assistenzleistungen rankommen, ich will es einmal so platt formulieren, weil sie einfach aufgrund ihrer schweren Behinderung es nicht schaffen, sich den Zugang zu diesem Hilfesystem zu erschließen. Und da wage ich einmal die These an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das lösen wir auch nicht, indem wir das Blindengeld noch erhöhen. Mehr Geld ist immer gut, aber ich glaube, dass wir das Grundproblem nicht beseitigen. Da setzt der Antrag an, den Ihnen die Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorgelegt hat, weil wir nämlich auch an die Basis wollen. Wir wollen erreichen, dass wir genau herauskriegen, was brauchen diese Menschen überhaupt brauchen. Es stellte sich nämlich heraus, dass auch die Fachleute in der Sozialverwaltung irgendwie überfordert waren, festzustellen, ja, was brauchen die eigentlich? Wir kennen eigentlich diese Fälle gar nicht. Und deshalb ist es gut und richtig, mal zu schauen, was brauchen diese Menschen eigentlich, weil wir ihnen nämlich helfen wollen. Und deshalb ist es gut und richtig, zu schauen, welche Assistenzleistungen überhaupt künftig gefordert werden. Und da bietet das Bundesteilhabegesetz genau den richtigen Weg. Das will nämlich zielorientiert und personenzentriert ermitteln, welche Hilfeleistungen brauchen diese Menschen. Und genau diesen Weg wollen wir gehen, indem wir nämlich die Landesregierung bitten, bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes da ganz genau hinzugucken und zu sagen, was braucht ihr eigentlich. Und dann können wir das zielgenau fördern und schauen, wo wir diesen Menschen, die wirklich schwer gebeutelt sind, das können wir, glaube ich, durch die Bank hier alle feststellen, dann auch zielgenau und wirklich solche Hilfe bekommen, die ihnen auch aus ihrer Isolation, wir haben sehr beeindruckende Beispiele von Isolation geschildert bekommen, die ihnen aus ihrer Isolation heraushilft und die ihnen dann auch ermöglicht, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die ja auch der Dreh- und Angelpunkt im Bundesteilhabegesetz ist. Und das geht ja nicht darum, dass wir hier Hilfe vorenthalten wollen, sondern es geht genau darum, dass wir ganz genau und zielgerichtet die Basis schaffen wollen, dass taubblinde Menschen künftig adäquat am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Und Sie können aus dem Antrag, den die Koalition Ihnen vorgelegt hat, sehr genau sehen, dass wir uns auch intensiv mit den Ergebnissen der Anhörung beschäftigt haben. Wir haben die Probleme, die da geschildert worden sind, auch aufgenommen. Es geht ja darum, dass man, wenn man in ein anderes Heim kommt, in einem anderen Bundesland, plötzlich dasteht und kein Blindengeld mehr bekommt. Und all diese Dinge haben wir ja in dem Antrag aufgenommen, um sicherzustellen, dass hier nichts verloren geht. Und daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir beantragen die Überweisung in den Sozialausschuss zur Beratung, wenn wir das in großer Ruhe beraten, damit wir auch die richtigen Stellschrauben drehen und nicht jetzt sagen, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Entschuldigen Sie diesen etwas flapsigen Ausdruck. Ich glaube, das löst das Problem nicht. Und deshalb
ist mein Petitum, den Hilfebedarf zielgenau eruieren und dann handeln. Und dann hilft es aus unserer Sicht und aus der Sicht von CDU und GRÜNEN viel mehr, als jetzt zu sagen, wir erhöhen das Blindengeld, weil es aus unserer Wahrnehmung nicht da ankommt, wo Sie es gerne hätten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Jetzt darf ich mal hochmachen, das ist auch selten. Eine neue Erfahrung. Frau Kollegin, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben sehr intensiv im Ausschuss und im Vorfeld und auch im Vorfeld, Herr Minister, Sie kennen das, mit den Verbänden sehr, sehr intensiv über die Frage gesprochen, wie geht es mit dem Landesblindengeld weiter und was ist mit der Gruppe der Taubblinden. Wir haben es im Ausschuss intensiv besprochen, und ich habe auch im Ausschuss schon gesagt, es ist so ein bisschen, ja, es ist eine schwierige Frage für jeden, weil eigentlich ist es so, dass es jetzt dadurch, dass der Bundesgesetzgeber eine individuelle Lösung getroffen hat, so dass die Taubblinden in ihrer besonderen Betroffenheitslage auch eine individuelle Versorgung erhalten. Darum kann man die Haltung, die die Regierungsfraktionen hier vertreten, auch genauso vertreten inhaltlich. Ich glaube, das habe ich auch im Ausschuss nicht kritisiert. Ich habe auch deutlich gemacht, warum wir zu einer anderen Entscheidung gekommen sind, weil wir, und das war uns eben ein großes Anliegen, für die besonders hart Betroffene in für uns natürlich nicht vorstellbarer Weise, wenn eben man nichts sehen und nichts hören kann, wie man dann dort in dieser starken Behinderung überhaupt mit dem Leben zurechtkommt. Und da hatten wir uns überlegt, und das haben wir auch in der Fraktion sehr intensiv besprochen. Sie wissen, dass wir nicht leichtfertig Geld ausgeben, aber bei dieser besonderen Gruppe und besonderen Belastung der Menschen haben wir uns entschieden, diese schon sehr einmalige Leistung, eine pauschale Sozialleistung, die es eigentlich gar nicht mehr in der Form in der Regel gibt, das gibt es nur noch ganz ausnahmsweise, für diese besondere Gruppe zu ermöglichen. Und die Anhörung, um das auch noch einmal zu sagen, war in ihrer Form sehr beeindruckend. Bedrückend beeindruckend, um es so mal vielleicht auf den Punkt zu bringen. Und die Anregung, die in dieser Anhörung und auch in den Anhörungsunterlagen nachzulesen war, dass nicht nur diese Behinderung der Menschen eine große Herausforderung ist, sondern auch das Umfeld, die diese Menschen betreuen, im privaten oder auch im professionellen Bereich, ebenso eine Herausforderung ist. Und wenn wir die Menschen nicht helfen können, diese Behinderung zu überwinden, hoffentlich ist uns das vielleicht mal technisch auch möglich, vielleicht können wir diesen Menschen irgendwann mal wirklich helfen, wollen wir zumindest den Menschen, die dort betreuen und unterstützen, eine Fortbildung ermöglichen. Und deshalb haben wir diesen zusätzlichen Antrag heute noch eingebracht, oder haben wir ihn noch eingebracht und heute hier zur Debatte gestellt. Ich glaube, bei der Frage, will ich eine individuelle Leistung oder will ich eine Pauschalleistung zusätzlich, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber will man dieses wichtige Projekt, und das ist in der Anhörung noch einmal deutlich geworden, eine Professionalisierung der Betreuung, die nicht viel Geld kosten muss, hoffe ich, die man in der Kooperation, Herr Minister, wenn Sie diese Gespräche vielleicht sogar schon geführt haben, können Sie uns etwas dazu sagen, wenn diese gemacht werden können, und dass eine Kooperation möglich ist, dann sollten wir das machen. An der Stelle sollten wir das ermöglichen. Und dafür werbe ich noch einmal, wenn es dann einen gemeinsamen Antrag geben soll oder das Ministerium schon alles gemacht hat, alles gut. Aber wir wollten es noch einmal zum Thema machen mit diesem Antrag und hoffen, dass wir im Ausschuss zumindest einmal Bewegung in diese Richtung erzeugen können. Sonst ist alles zu dem Thema ausführlich gesagt worden, aus meiner Sicht. Ich habe unsere besondere Einschätzung der Lage noch einmal dargestellt und hoffe, dass wir an dem einen Punkt, den ich eben noch benannt habe, bei der Assistenz eine gemeinsame Lösung finden. Wer dann den Hut dafür aufhat, ist uns egal. Hauptsache, es passiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vorab, wir stimmen dem SPD-Entwurf zu. Seit dem Haushalt 2012 fordert DIE LINKE ein Gehörlosengeld analog zum Blindengeld. Wir werden dies ergänzend zum Landesblindengeld auch für den Haushalt 2018/19 wieder fordern, trotzdem CDU und GRÜNE den Gesetzentwurf der SPD ja bekanntlich ablehnen. Wir haben eine bemerkenswerte Anhörung gehabt mit Menschen, die betroffen waren und wo wir den Eindruck gewinnen konnten, dass wirklich alle, die im Raum waren, zum Teil zum ersten Mal mit dieser besonderen Behinderung konfrontiert waren und echt berührt waren. Das hat aber nichts daran geändert, dass nachher in der Ausschussdebatte CDU und GRÜNE wieder gesagt haben, wir werden an der Stelle jetzt nicht aktiv. Das finde ich überaus bedauerlich. Und das eine entspricht nicht dem anderen. Man kann nicht in der öffentlichen Anhörung dasitzen und sagen, ja, wir sind betroffen und beeindruckt, und anschließend gehen wir zur Tagesordnung über. Es ist sehr deutlich geworden, dass Nicht-Hören und Nicht-Sehen keine Addition einer Einschränkung bedeutet oder zweier Einschränkungen bedeutet, sondern dass es kumulativ ist und dass die Möglichkeiten der Kommunikation wirklich sehr eingeschränkt sind und die Herausforderungen des täglichen Lebens oft gar nicht zu meistern sind. Die Personengruppe lebt oft völlig isoliert, und nur dann, wenn sie gut von ihrer Familie versorgt wird, hat sie Kontakte nach draußen und kommt einigermaßen gut mit dem Leben klar. Der Hinweis auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Hessen, für das noch nicht einmal ein Gesetzentwurf vorliegt, und es nun klar ist, dass es erst 2020 in Kraft treten muss, ist darauf wirklich keine angemessene Antwort. Selbst wenn die Assistenz durch das Bundesteilhabegesetz abgedeckt werden würde, was ich in Frage stellen mag, bleibt immer noch ein finanzieller Aufwand, unter anderem für Hilfsmittel, die eben nicht von der Krankenversicherung finanziert werden, übrig. Hilfsmittel, die es nur sehr teuer oder gar nicht gibt, weil da, wo kein Markt ist, werden auch Hilfsmittel nicht angeboten. Erst wenn Menschen in der Lage sind, etwas zu kaufen, kommen auch andere auf die Idee, etwas zu produzieren. Das ist nun einmal leider häufig so. Die Nachfrage generiert hier den Markt. Im Gegenteil mussten wir erleben, im Rahmen der Beratung der Gesetzanträge hatte ich deutlich die Idee, dass die Landesregierung das Landesblindengeld abschaffen will. Das ist einfach der Eindruck, der entstanden ist, so wie Sie hier diskutieren. Denn es gibt keine einzige Begründung dafür, warum dieser Gesetzentwurf nicht jetzt, wo er aufgerufen ist, entsprechend um 5 Jahre verlängert wird. Wenn Sie denn sicherstellen wollten, wenn Sie wirklich sicherstellen wollten, dass Menschen, die blind sind, nicht beunruhigt sind, hätten Sie an dieser Stelle das gemacht, was Sie da immer machen, nämlich hier und jetzt, weil es aufgerufen ist, zu verlängern und nicht irgendeine Begründung dafür zu finden, warum der Turnus eben jetzt nicht verlängert wird. Das ist doch unseriös. Sie schaffen damit eine Verunsicherung, die ist doch an uns herangetragen worden, die ist doch mit derselben Sicherheit auch an Sie herangetragen worden. Da brauchen Sie jetzt den Kopf nicht zu schütteln. Wir haben die doch nicht erfunden, diese Verunsicherung. Das tut mir herzlich leid, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Dann sollten Sie einmal mit den Verbänden der Betroffenen sprechen. Die können es Ihnen dann noch einmal genau erklären. Weil, wenn ich es Ihnen erkläre, dann wollen Sie es ja offensichtlich auch nicht wirklich verstehen. Und damit komme ich an den nächsten Punkt, nämlich den Antrag der FDP, den ich ausgesprochen gut finde. Aber ich finde, und da habe ich die dringende Bitte an Sie, dass Sie einmal ernsthaft mit diesem Antrag umgehen, weil es ist doch hier in diesem Hause üblich, Anträge, die von Oppositionsfraktionen kommen, werden schon sowieso vom Tisch gewischt, nur weil sie von Oppositionsfraktionen kommen, egal was deren Gehalt ist. Und das ist eine Praxis in diesem Haus, die wirklich im Sinne von Demokratie, im Sinne von Interesse der Menschen und Vertretung der Interessen der Menschen so nicht fortgeführt werden darf. Nehmen Sie diesen Antrag ernsthaft auf die Tagesordnung und beschäftigen Sie sich damit. Und schieben Sie auch das nicht auf die lange Bank. Und das kann man doch sehen, dass Sie das tun, wenn man Ihren Antrag liest. Der ist voll von blumigen Ankündigungen, der ist voll von freundlichem Gelobe, der ist aber nicht konkret. Und das Thema, das haben wir doch hier, ich habe vorhin gesagt, seit 2012 beantragen alleine wir es, seit Jahren auf der Agenda. Und wenn Sie dann jetzt immer noch feststellen müssen, dass die Zahlen und Informationen, die Sie haben, mit der Realität ziemlich wenig zu tun haben, dass Ihr Handlungsdruck offensichtlich so gering ist, dass Sie seit Jahren an der Stelle nichts tun und jetzt wieder auf die lange Bank schieben, ein Zeugnis davon, dass Sie nicht mit den Problemen dieser Menschen umgehen. Und wir reden doch hier nicht davon, dass wir anschließend pleite gehen, wenn wir diese Menschen ein kleines bisschen besser materiell ausstatten, um den Familien um sie herum zu ermöglichen, ein
paar Leistungen dazuzukaufen, die diese Menschen dringend für ihre Lebensqualität brauchen. Wir reden hier nicht von nennenswerten Beträgen. Dadurch wird der Landeshaushalt nichts ins Rutschen kommen. Sie werden auch keine neuen Schulden deswegen aufnehmen müssen. Trotzdem sperren Sie sich. Trotzdem verwehren Sie sich, und das kann niemand mehr nachvollziehen. Das können die Betroffenen nicht nachvollziehen, deren Angehörigen nicht, die die Hilfsangebote haben und anbieten wollen, können das auch nicht nachvollziehen. Was Sie da machen, ist eine Bastardpolitik, die kein Mensch verstehen kann, mit freundlichen, blumigen Ankündigungen für irgendwann in die Zukunft. Diese Ankündigungen für irgendwann in die Zukunft, die betreiben Sie aber schon seit Jahren. Wann gedenken Sie denn zu handeln? Sie sagen uns immer zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Zukunft. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Sie handeln müssten und an dem Sie handeln können. Es liegen die entsprechenden Gesetzentwürfe, es liegen die entsprechenden Anträge vor. Wir sind in der Haushaltsberatung. Nehmen Sie das auf, setzen Sie das endlich um im Interesse der Menschen, die betroffen sind in diesem Land, und hören Sie auf, nur Ankündigungspolitik zu machen. Das hilft niemandem weiter, den Betroffenen am allerwenigsten und Ihnen als Regierung im Übrigen auch nicht, weil Sie brechen sich keinen Zacken aus der Krone. Sie gewinnen Punkte, wenn Sie es machen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich an der Stelle verweigern. Es gibt keine logische Begründung dafür. Tun Sie es. Es ist höchste Zeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Reul für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich habe ich erwartet, so auch wie die ersten Redner und Rednerinnen sich eingelassen haben, dass wir zu dem Thema des Landesblindengeldgesetzes einen großen Konsens haben. Ich habe dies zumindest verspürt in den grundsätzlichen Linien, dass wir einen Konsens haben, dass wir uns in Nuancen unterscheiden und die ein oder andere Gewichtung noch vornehmen. Aber dies, Frau Kollegin Schott, was Sie hier dargestellt haben, ist bar jeder Wirklichkeit, strotzt vor unwahren Vorwürfen und war am Thema vollkommen vorbeigeredet. Sehr geehrte Frau Kollegin Schott, wenn Sie hier mit der Unterstellung, ich will nur auf dieses eine Argument mal aufgreifen, wenn Sie hier erwähnen, die Landesregierung würde eigentlich gar kein Landesblindengeldgesetz machen zu wollen, dann frage ich mich, wo sind Sie eigentlich? Haben Sie eigentlich einmal die Grundlage verinnerlicht, warum wir hier ein Landesblindengeldgesetz machen? Was die Grundlage ist, was sich geändert hat und warum wir das anpassen? Na ja, gut. Also, liebe Frau Schott, wir können ja gerne ein Zielgespräch nachher vielleicht draußen am Plenum führen, weil Ihre Hinweise sind wenig sachdienlich an dieser Stelle. Ich fahre fort. Wir wollen, dass die Erhöhung des Pflegegeldes bei den behinderten Menschen schnell ankommt. Dies haben auch alle anzuhören in der Anhörung am 17. August, an der wir gemeinsam teilgenommen haben, doch begrüßt. Und das haben auch alle Rednerinnen und Redner darauf hingewiesen, dass diese Anhörung beeindruckend war, dass wir die Hinweise aufgenommen haben. Und unser Gesetzentwurf sieht eine Anpassung vor, die allen blinden Menschen zugutekommen soll. Daher sollten wir auch den Gesetzentwurf sehr zeitnah verabschieden. Und vielleicht, und das ist nach den Einwürfen meiner Vorrednerin doch nötig, ich wollte den Teil weglassen, einfach noch einmal zwei, drei Fakten hier aufzunehmen. Zählen, warum wir eigentlich dies hier tun. Mit der Änderung des SGB XI wurde auch eine Anpassung der im Hessischen Blindengeldgesetz enthaltenen Anrechnungsregelungen von Pflegegeld auf das Blindengeld erforderlich, sehr geehrte Frau Kollegin Schott. Und Sie wissen das eigentlich, und deshalb wundert mich, dass Sie etwas anderes behaupten. Mit der Neuregelung ist nämlich im Wesentlichen beabsichtigt, dem Systemwechsel vom SGB XI von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade Rechnung zu tragen, ohne dass eine Verschlechterung oder eine finanzielle Einbuße der betroffenen Menschen an dieser Stelle vorgenommen werden muss. Und deshalb haben wir auch das Gesetz eingebracht, haben die Veränderungen, die vorgegeben sind, aufgenommen und haben die einzelnen Sätze angepasst. Und lassen Sie mich eingehen noch auf das, was wir in der Anhörung gemeinsam dort besprochen haben und was die Anzuhörenden uns in einer beeindruckenden Art und Weise geschildert und dargestellt haben. Es wurde dabei z. B. auch angesprochen, dass kein Anspruch auf ein Landesblindengeld
besteht, wenn der Wohnsitz vor der Aufnahme in eine hessische Einrichtung außerhalb Hessens gewesen ist. Ein Problem. In den Genuss von Landesblindengeld eines Bundeslandes kommen nämlich nur blinde und sehbehinderte Menschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Bundesland haben. Verziehen Sie in ein anderes Bundesland, erlischt Ihr bisheriger Anspruch. Ein neuer Anspruch auf Landesblindengeld kann nur dann entstehen, wenn in dem neuen Bundesland wieder ein gewöhnlicher Wohnsitz begründet wird. Und jetzt kommt die problematische Situation. Dies entsteht aber nicht bei der Unterbringung in einer Einrichtung. Diese Verfahrensweise gilt aber in allen Bundesländern, und dies wurde uns auch als Problem geschildert. Bisher greift in solchen Fällen die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Darüber hinaus wurde in der Anhörung auf die hohen Anforderungen an die taubblinden Assistenten und deren aufwendige Qualifikation aufmerksam gemacht. Kollege Rock hat ja schon einige Ausführungen auch dazu gemacht. Dem Hessischen Sozialministerium sind jedoch, abgesehen von Nordrhein-Westfalen, bisher keine weiteren Erfahrungen anderer Länder bekannt, die eine entsprechende Qualifikation fördern oder bzw. unterstützen. Auch gibt es diesbezüglich keine abschließende Positionierung. Erstgespräche mit dem Taubblindenverein fanden schon im Jahre 2013 statt. Der besondere Bedarf der taubblinden Menschen zur gesellschaftlichen Teilhabe wird anerkannt, und das zuständige Fachreferat wird auch weiterhin Gespräche mit dem Taubblindenverein führen, um auch dort die konkreten Bedarfe gemeinsam und konsensual abzuklären. Uns ist jedoch bewusst, dass für einige Menschen mit Behinderung der Zugang zum Leistungssystem der Sozialgesetzbücher erschwert ist. Dies betrifft z. B. die taubblinden Menschen, die bei der Kommunikation auf die taktile Gebärdensprache angewiesen sind. Und um eine verbesserte Ansprache in diesem Fall auch für die zur Verfügung stehenden Leistungen zu gewährleisten und darauf hinzuweisen, in den Gesprächen und auch aufklärend zu wirken, ist es natürlich möglich, dass dann unabhängige Teilberatungsstellen eingeführt werden, gemäß dem Bundesteilhabegesetz, wie dieses es vorsieht. Das ist ein wichtiger Punkt, den möchte ich an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, weil der nämlich eine Hilfestellung gibt und der nämlich auch den taubblinden Menschen an dieser Stelle einen Zugang gibt, der explizit wichtig ist für diese, damit sie auch die Leistungen, die ihnen zustehen, an dieser Stelle abfordern können und auch dann einfordern können. Dies ist ein niedrigschwelliges Angebot, das die Leistungsberechtigte über ihre Ansprüche informiert. Es sollte also in erster Linie darum gehen, bei der Auswahl der Dienste, die die Teilhabeberatung anbieten, entsprechende Kenntnisse in der taktilen Gebärdensprache positiv zu berücksichtigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Argumente haben wir schon sehr vielfältig ausgetauscht, und ich will es noch einmal betonen. Es ist erfreulich, dass zumindest alle die Rednerinnen und Redner, die guten Willens sind und sich in dieses Thema eingebracht haben, das Thema auch ernst nehmen und das Thema auch so behandeln, wie es angemessen ist. Und deshalb glaube ich abschließend, wenn wir dieses Thema auch so weiterhin gemeinsam im Sinne der betroffenen Menschen behandeln, dann tun wir sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen. Und lassen Sie uns dies an dieser Stelle ohne Polemik, sondern sachgerecht an der verantwortlichen Stelle diskutieren. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, zu dem Inhalt des Gesetzentwurfs und der Notwendigkeit ist alles an dieser Stelle gesagt worden. Eines will ich aber an dieser Stelle schon noch einmal betonen, weil es um die Frage der Unterstützung taubblinder Menschen geht. Unbestreitbar ist, dass ein Personenkreis mit einer solchen Behinderung es ausgesprochen schwer hat, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu haben. Das ist auch unstreitig. Sondern die Frage ist auch unstreitig, dass diesem Personenkreis besonders geholfen werden muss. Die Frage und um die Lösung, um die wir ringen, ist, auf welchem Wege ist es möglich, diesem Personenkreis zu helfen. Und da gibt es eben unterschiedliche Auffassungen, weil die Unterstützung taubblinder Menschen, die fraglos notwendig ist, nicht wie in dem Gesetzentwurf der SPD gefordert,
mit einer konkreten Zweckerreichung in Form einer Abkoppelung und Verdoppelung des Blindengeldes, sondern im Rahmen von ganz genauen und passgenauen zielgerichteten Maßnahmen, die den Menschen direkt bei der Bewältigung des Alltages helfen. Auf diesem Weg befinden wir uns. Insofern ist der Antrag der Koalitionsfraktionen hier auch keine blumige Absichtserklärung, sondern der deutliche Hinweis, genau diese passgenauen Hilfen in den Blick zu nehmen und sie entsprechend umzusetzen. Darum gehen wir. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass irgendjemand in diesem Hause die Notwendigkeit von besonderer Unterstützung von taubblinden Menschen infrage stellt, sondern dass es um die Frage geht, wie diese Unterstützung ganz genau aussieht. Ansonsten gebe ich meinen Redeentwurf zu Protokoll. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte. Der Tagesordnungspunkt 13, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 19/4467, wird zur Vorbereitung der dritten Lesung in den SIA überwiesen. Tagesordnungspunkt 14, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/4816. Darüber können wir jetzt abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken und die Abgeordnete Öztürk. Damit ist dieses Gesetz mehrheitlich verabschiedet und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 54 und 75 werden in den SIA überwiesen. Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte ich den Reigen der Verabschiedungen noch fortsetzen. Staatssekretär Jung ist noch einmal bei uns hier erschienen, und ich möchte ihm gerne er war 7 Jahre lang Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und hat sich dort für die Belange von Hochschulen und Kultur eingesetzt. Dafür möchte ich ihm im Namen des ganzen Hauses herzlich danken und Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft im Bundestag wünschen und viel Spaß dort an der Arbeit. Und damit Sie dort auch die hessischen Zeiten nicht vergessen, auch hier noch der kleine Zeitmesser aus unserem Bundesland. Dankeschön. Danke.